Analyse, Leute! Servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf. Ihr habt vielleicht das neueste Video vom Drachenlord schon gesehen. Und wenn nicht, dann solltet ihr am besten jetzt noch schnell das Video namens Matrix steil anschauen. Aber ganz wichtig, bis zum Ende auch die Zähne zusammenbeißen und dranbleiben. Denn, Achtung, Spoiler, der Drachenlord hat genug von der Ignoranz der großen YouTuber. Ständig schaut und liked er die Videos von Unge, LeFloid, MasterJam 0 und Co. Täglich investiert er viele Stunden seiner kostbaren Zeit, um diese hilfsbedürftigen Jammergestalten zu pushen und ihnen den Erfolg auf YouTube zu ermöglichen, den sie seiner Meinung nach verdienen. Und was kommt zurück? Nada, nothing, gar nix. Oh, Moment, doch, Unge hat mal Metal-Leute in eines seiner Videos gepackt, aber ist dann auch noch falsch geschrieben. Also, so wie es die Hater, sorry, die Schafe schreiben würden. Vollpfosten, Alter. Naja, jedenfalls reicht unserem Lord nun endgültig und er macht eine klare Ansage. Wenn er mal der größte YouTuber ist, dann wird er keine Videos mit diesen zukünftigen No-Names machen. Jeder große YouTuber, der ihn nämlich bisher nicht unterstützt hat, also für die Unwissenden unter euch, alle großen YouTuber, wird auch von ihm keinerlei Unterstützung erwarten dürfen. Nein, ganz im Gegenteil, liebe YouTuber-Kollegen, lel, Ende der Schonfrist. Der Drachenlord, unser Drachenlord, greift jetzt frontal an und da könnt ihr Pfosten, Korrigation, Vollpfosten, nichts dagegen tun. Der Schlag kommt hart und überraschend, wie eine Atombombe aus der USA, abgeworfen von der CSI über den Freistaat Bayern. Da macht Markus Söder und LeFloid Etzeler nämlich gar nichts mehr dagegen. Aber schauen wir es uns doch einfach mal genau an. Lassen wir einfach mal die nackten Zahlen für sich sprechen. Und welche Seite wäre dafür besser geeignet als die, vermutlich nach einer dubiosen Tierpornoseite, zweitliebsten Homepage des Lords? Na, kommt ihr drauf? Nein, nicht Metal Flirt, sondern Social Blade. Also fix eingetippt und auf Compare gedrückt und was sehen wir? Mit aktuell knapp 2,8 Millionen Abonnenten befindet sich LeFloid zwar ganz klar auf Platz 1 unseres YouTube-Erfolgstrios. Aber wenn man bedenkt, dass Unge, unser Unge, der tausendfach pubertierende Hauptschülerin zum Kreischen bringt, nur minimal hinter ihm liegt und Drache fast denselben Rückstand auf Unge hat, wie dieser eben auf unseren scharfzüngigen, beinahe gehandicapten Mützenträger, dann muss man schon sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Drachenlord 1510, die Zahl steht für die 153 Pokémon plus die 0, weil man sich die so gut merken kann, an der Spitze der YouTube-Nahrungskette steht. Die schwarze Linie, die sich wegen der fetten, dicken, roten Linie des Lords nur erahnen lässt, fasst übrigens den Rest von YouTube Deutschland zusammen. Und die Statistik vernachlässigt auch komplett, dass jeder Zuschauer der Lordschaft 10-mal so viel wert sind, wie die, ach nee, reicht ja nicht, 1000-mal so viel wert sind, wie die Zuschauer von Unge. Rechne doch mal nach, in 5 Jahren hat Drache dann voraussichtlich 65.000 Abonnenten. Das ist 11-mal Ibskirchen, halb Bayern und 2-mal die Hälfte von 77 mal 1000 minus ein paar zerquetschte. In 25 Jahren, also mit 50, immer noch jünger als mein verstorbener Großvater, oh yeah, hätte er noch mehr. Potenzierte Steigerung im Quadrat. Davon habt ihr Kindergarten-Hater aber sowieso noch gar nichts gehört. Ist auch total egal, denn es kommt nicht auf die Hater an, die sind sowieso längst besiegt, sondern auf uns, die Fans. Jetzt zählt's, Freunde. Arsch hoch für Drache. Nur noch 2.787.000 Leute von der Herrlichkeit unseres fränkischen Sonnenkönig überzeugen. Ups, da fehlt ein S. Sonnenkönigs. Ich zähle auf euch. 444. YouTube hier ist Rainers Revier. Willst du ein Star werden? Ich bin keine Kommerzschlampe und ich möchte auch nicht werden. Ich hab gehört, du hast Homies, die bald alle Hater ficken. Ich hab keinerlei Grund, irgendjemanden irgendwo hinzuschicken. Grüße gehen raus.